Ja, hallo zusammen. Ich muss mal umswitchen. Ich hatte euch das eigentlich mit dem Nagel abgefilmt, aber ja, die Kinder haben da rumgestresst die ganze Zeit und man konnte nichts verstehen. Also habe ich mich entschlossen, okay, dann mache ich das jetzt doch auf den Präsentationstipp. Ja, also, was ich euch vorstellen möchte heute ist, das ist ein neuer Shop. Der hat am 9.9., also 2019 jetzt seine Neueröffnung gehabt. Heißt BK Nagel Design. Sie ist eine ganz, ganz liebe. Also ich hatte jetzt schon ein paar Mal mit ihr Kontakt gehabt. Sie ist eine ganz, ganz nette, also wirklich. Ihr könnt mit ihr über alles sprechen, wenn ihr Probleme haben solltet oder sonst irgendwas, wendet euch an sie. Sie ist richtig lieb. Bei ihr gibt, also ist es immer so, es gibt Wochenangebote. Es gibt aber auch jeden Sonntag, ja, die sozusagen Sonntagsangebote, wo ihr dann halt sparen könnt. Wo sie dann ein Farbgel für 1,99 anbietet, statt, ich glaube, die Preise liegen bei ihr so zwischen 3 € und 4 € oder 4 und 5 €, je nachdem. Also ihr könnt dann da immer richtig top sparen, ne? Das ist Wahnsinn. Oder sie macht Sparangebote, wo sie dann 5 Farbgele oder 4 Farbgele und Nailart noch raushaut, wo ihr dann wirklich sparen könnt. Jetzt zum Beispiel gibt es in der Gruppe ein Angebot, das sind so Überraschungstüten. Da könnt ihr eine für 5 € ersteigern, nicht ersteigern, erwerben. Und für 15 €, wenn ich mich nicht irre, aber wie gesagt, ich werde euch die Seite unten in die Infobox verlinken. Das Video kommt auch heute noch an dem Tag online, damit ihr dann eben schnell gucken könnt. Was noch geil ist, ist ab einem Warenwert von 4,99 € könnt ihr den Sparversand nutzen. Das heißt, es wird dann als Einwurf, heißt das Einwurf? Ich meine, das heißt Einwurf, ne? Einschreiben, so, statt Päckchen versendet. Was aber nicht unbedingt heißt, dass es nicht ankommt. Natürlich kommt es an. Sie kann es auch nachvollziehen, ob es angekommen ist oder nicht. Also, ja, Restrisiko trägt dann natürlich sie, ne? Ist logisch. Aber sie kann halt nachvollziehen, ist es jetzt bei der Person angekommen oder ist es nicht angekommen. Also von daher, es kommt auf jeden Fall nicht weg, euer Päckchen. So, so viel dazu. sie hat mir ein Farbgel zugeschickt, was ich für euch, also was ich euch vorstellen darf, was ich testen darf. Und zwar ist das Farbgel Frosty Pink. Hier ist auch das Label. Da steht das Farbgel drauf, Frosty Pink. Das sind 5 Milliliter. Das seht ihr. Ich habe jetzt, also normalerweise ist auch hier immer ein. Ja, ich schmack's mal wieder voll rum. Normalerweise ist da ein Zwischentiegel drin, also so ein kleines Zwischendeckelchen. Da ist er. Aber ich habe den abgemacht, weil das, ihr könnt das ja sehen, ne? Da ist extrem viel drin. Also das ist wirklich ein überfülltes Pöttchen, wo ihr jede Menge was von habt, ne? Also das ist echt Wahnsinn. Und wie ihr auch sehen könnt, ich hoffe, man kann es jetzt in der Kamera erkennen. Ja, genau. Hier seht ihr diese paar kleinen Schimmerpartikelchen. Also da sind ein paar Schimmerpartikelchen mit drin, ne? Finde ich richtig schön, weil das wertet das Gel noch mal ein bisschen auf. Also das ist so schon eine tolle Farbe. Ist nicht zu viel drinne an Schimmer, weil sonst wird die Farbe wieder irgendwo zerstören, finde ich. Es sei denn, das sind diese normalen Schimmerfarben, diese Glitterfarben, da ist es dann normal. Aber bei so Pinktönen oder sowas finde ich das immer ein bisschen schöner, wenn das so dezent gehalten ist, dieses Glitzer, ne? So, ich trage das jetzt mal für euch auf. Ich hoffe, ihr habt jetzt verstanden, was ich jetzt von euch wollte. So, also ich finde das echt eine richtig, richtig schöne Farbe. Und da werden definitiv auch noch ein paar mehr Videos kommen, weil ich hatte ihr schon gesagt, dass ich bei ihr mir ein paar Sachen order, die ich bei ihr bestellen werde und euch dann vorstellen werde. So. Das sieht am Anfang immer ein bisschen kriselig aus, wenn man sich das aufträgt. Ich kann euch das mal eben zeigen, da ihr seht diese Kriseln da drin. Aber das zieht sich wunderbar glatt. Ne? Gebt dem Gel 1, 2 Sekunden, bevor ihr das in die Lampe steckt und ihr habt ein wunderbar glattes Gel. Also ich hoffe, man kann das so erkennen, wie das aussieht, aber in der Kamera ist das immer alles ein bisschen schwierig, ne? Den Effekt auch wirklich so geil einzufangen, wie der auch eigentlich ist, ne? Aber ich denke, ich gucke jetzt gerade im Bildschirm, aber ich denke, man kann die Schimmerpartikelchen so ein bisschen sehen. Also es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr schöne Farbe, finde ich. Ja, mein Tiegel sieht natürlich auch schon dementsprechend aus, weil da echt ultra viel drin ist, ne? Das ist echt Wahnsinn. Also normalerweise könnte man sich das jetzt so noch ein bisschen abfüllen in einem anderen Tiegel rein, weil da wirklich viel drin ist, ne? Aber okay, den machen wir dann sauber. Ich gehe da gleich nochmal mit dem Tuch rein
und mache das sauber. Und dann passt das Ganze, ne? Ja, so viel dann dazu. Wie gesagt, Shop verlinke ich euch unten in der Infobox. Facebook-Seite auch von ihr. Da könnt ihr mal gerne gucken gehen. Und ja, ihr habt ja gesehen, ne? Das deckt wunderbar. Also kann ich mich schon mal deswegen nicht beschweren. Ups. Ja, auch auf dem Nagel habe ich das in einer Schicht aufgetragen. Ja, da würde ich euch aber empfehlen, in zwei dünnen Schichten, also wirklich hauchdünne Schichten zu arbeiten. Aber ansonsten finde ich das bombastisch, ne? Also schönes Gel, schöner Glanz. Wunderbar. Also da kann man sich echt nicht beschweren, ne? Ja, das war's soweit von mir. Ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video und guckt unbedingt mal vorbei. Es lohnt sich. Bis denn!